Die meisten setzen eigentlich Abrasivstoff ein, um quasi den Dreck wegkratzen. Das funktioniert, aber es killt natürlich auch wieder zu. Das ist das Problem. Es ist aber die billigste Art, um es zu machen. Und die andere Möglichkeit ist quasi chemische Reinigung. Und das war so das Ziel, um, sag jetzt mal, schonend die Zähne hell zu machen. Weil aggressive Methoden gibt es eigentlich genug. Das heisst, wir haben natürliche Enzyme eingesetzt, die den Dreck quasi lösen. Wie beim Waschmittel gibt es Enzyme. Und dann braucht man nicht so viel Abrasivstoff, um die Partikel zu entfernen. Das ist grundsätzlich die Idee.